Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Night of the Rabbit. Wie angekündigt, werde ich mich zu Anja begeben und dort die Zutaten für den Kuchen für die Hasenfamilie abgeben. Auch immer bimmeln. Bling! Dass da immer so eine mittelschwere Explosion aus der Küche kommt, das ist nicht gerade vertrauenserweckend. Tag! Wir kommen zurück. So. Ach, die Maus muss natürlich wieder rein und raus dackeln. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Wirf einfach einen Blick auf die Zutaten. Ich hab doch alles. Okay, denn Moment mal, vielleicht muss ich sie einfach ein bisschen reichen. Pass auf dich auf. Alles klar. Zutat für die Torte. Vielen Dank, meine Gruppe. Oh, die ihre Spitznamen für uns. Eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Haben wir doch alles. Wo ist die Tasse? Da. Seitdem uns Ursula das Inventar nicht mehr durcheinander bringt, kommen wir nicht mehr klar. Zutat für die Torte. Viel zu aufgeräumt. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch Schokolade und rote Beeren. Ja, ja. Und dann noch Schokolade. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch Schokolade. So. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte. Dann kannst du alle in der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Sahnetropfen hat mir jetzt irgendwie den Rest gegeben. Was ich mal probieren will, vielleicht können wir es irgendwie noch brauchen. Später mal kann ich hier noch ein Stück rauspulen. Damit bin ich fürs Erste fertig. Okay, geht nicht. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen zur Stadtmitte und lassen einfach mal einen Tag verstreichen. Das bedeutet zweimal lesen und dann ist es ja schon erledigt. Dann müsste ja die Torte fertig sein, ne? Solange wie ich hier spiele, kommt doch der gute Jerry echt als alter Mann hier aus dieser Welt zurück in die Reale. Und noch eine Runde lesen. So, gehen wir zu Anja, vielleicht ist sie wirklich schon fertig. Ist doch wohl schön. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Ey, noch einmal Krokantküsschen. Ich lauf Amok, Leute. Die Torte sah ein bisschen schief aus, aber wirklich lecker. Finde ich auch mal gut, wenn sich mal nicht so an diverse Normen richten, sondern auch mal sagen, okay, machen wir mal schief. Kommt das jetzt schon? Hallo, Herr Hase, ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt habt. Ach, im Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Zeit sollte für mich völlig unbrauchbar ist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unserem weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Yeah. Ah. Und jetzt stehe nicht weiter rum. Also meine Güte, der ist aber launisch. Ja, kriegst du das auch schon mit. Weil der heißt nicht umsonst ein mürrischer Gartenbesitzer. Denn wenn wir mal die Zeit bis abends wieder verstreichen lassen, dass die Party hier voll im Gange ist.
Jetzt können wir hier frei rumlaufen, ich fass es nicht. Heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Da hängt einer im Punsch, das sehe ich jetzt erst. Meine Güte, der ist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Yippie! We are the bodyguards. Wow, was für eine Party. Das sind ganz schön viele Leute hier. Das ist richtig. Jawohl. Ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Huch, die Tassen! Hau weg! Wer will heute schon an morgen denken? Ja, du pennst ja morgen wieder. Heute haben alle Geburtstag! Du auch! Hier, nimm! Was haben wir da bekommen? Einen Pokal? Oh, da ist was eingraviert. Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Puh, jo. Mit dem Löffel fällt mir gerade was ein. Der ist ja relativ groß. Vielleicht kann ich den zum Übergang über den Baum bei dem Kobold benutzen. Aber erst sehen wir uns natürlich hier um. Klar. Reine Gäste mit Torte. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Ah ja. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Nein, die haben ja eine Menge Briefkästen, das seht ihr ja hier. Kohle trinkende Hasen, naja, der ist die eine, er trinkt ja fast drin, aber schicke Unterhose. Mm, diese Bohle sieht wirklich verlockend aus. Mm, sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Was haben wir denn sonst noch? Glühende Nüsse, kann ich mir da eine mitnehmen? Das sind ja die Glühnüsse. Sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Dann nimm dir doch eine. Jawohl. Aber sei vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt. Beleuchtung brauchen wir ja auch für den Kobold. Stimmt ja, da war ja was. Aber ich werde natürlich hier noch mit einreden. Ich muss dir einen Witz erzählen. Oh. Gerne. Also, wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Weil? Hab's vergessen. Super. Oh. Aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na? Weil? Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Aber einer. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind. Obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil? Ich weiß es auch nicht. Schade. Wenn du sie weiter erzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Ja, Party. Jemand mit Humor. Egal. Ich habe mir die halben Witze notiert. Okay, das ist Questgegenstand. Super. Nee. Na gut. Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh, weh. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Stimmt, das ist die, die in der Stadtmitte immer steht.
Kohle trinken haben wir hier noch. Diese Hasen Grüppchen verstehen es wirklich zu feiern. Okay, da kommt nicht weiter was bei rum. Den Maulwurf könnten wir noch alles quatschen. Ist es nicht eine Freude, den Hasen beim Feiern zuzusehen? Die Übersicht darüber, wer heute Geburtstag hat, habe ich allerdings schon lange verloren. Gut. Wir können mal direkt zur Blume gehen, vielleicht bringt das ja auch noch was. Wunderschön, wie sie das Mondlicht reflektiert. Da geht nicht mehr, aber wir können ja jetzt nachts da rein. Vielleicht bringt uns das was. Ah! Nehmen wir schon mal den Geist, den Waldschrat. Wo mich der Rimne übrigens eiskalt mit verglichen hat, dass ich da auch in dem Spiel vorkomme. Tja, Frechheit. Hallo, du. Ich habe gar keine Duets. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs? Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Den lass mal hören. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Jawohl. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ich habe eine Idee. Der sieht nicht so nach Witzbold aus, aber vielleicht klappt's ja. Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen lieber vorsichtig. Okay, geht nicht. Gut. Ansonsten, wir haben ja hier ist die Bonussammlung. Ist das Hörbuch? Tatsache. Erste Geschichte von Mäusen, Eichhörnchen und dem Mäusewald. Irgendwo zwischen weiten Kornfeldern und verschlungenen Wanderpfaden. Okay, Leute. Die Geschichte mag schön sein, aber da bin ich mal lieber vorsichtig wegen dem Content. Da muss ich mich erst noch schlau machen. Und wenn nicht, mache ich das vielleicht in der Bonusfolge. Mal gucken. Machen wir einfach mal weiter. Da mache ich mich erstmal bei Dedelic schlau, was die dazu sagen. Nicht, dass die das nicht möchten. Wir spielen dann weiter. Wir haben ein bisschen was erreicht. Also wir können tatsächlich... Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Das, uns das doch klingt nicht gut. Ich will da hoch. Dachterrasse Gefahr. Nee, lässt er nicht zu? Das klingt nicht gut. Ansonsten kommen wir vielleicht jetzt mal dahinter oder so. Geht nicht. Das könnte noch interessant in Bezug auf den sein. Ach, erstmal völlig egal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Baum zu beleuchten. Wo der Kobold drauf ist, vielleicht traut er sich dann rüber zu springen, oder? Ich habe noch eine andere Idee, wie man da eventuell noch hinkommt. Das war ins Rathaus? Sieht aus, als wäre nee. Das Rathaus. Moment, da müssen wir ja hinten rum ins Fenster einsteigen. Dann hier die Treppe. Dokumente will ich nicht. Die Rüstung eigentlich auch nicht. Wo war denn das? Da. So, gehen wir ein Stückchen ran. So, jetzt. Vielleicht geht das. Gute Idee. Damit könnte ich vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Aber das ist hier viel zu hoch, um mit schweren Nüssen zu hantieren. Das alte Eichhörnchen hat gesagt, der Saft in der Nuss zieht Glühwürmchen an. Vielleicht kann ich den Saft ja irgendwie auf dem Baum verteilen. Wenn der Baum nur nicht so weit weg und die Nuss nicht fest verschraubt und schwer wäre. Es ist nicht leicht, 12 zu sein. Kann ich das als Übergang? Das muss nicht gelöffelt werden. Nee, okay.
Hatte ich, glaube ich, schon probiert. Ich weiß es gerade nicht. Dann kriegen wir die Nuss vielleicht mit dem Nagel auf. Nein, ich bin besser vorsichtig Nein, mit dem Ding. Auch nicht. Dann können wir den Stock vielleicht als Verlängerung benutzen. Ein Stock bringt hier nichts. Können wir deinen Lampenständer draus basteln? Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Also irgendwie langsam weiß ich nicht weiter, was ich da machen soll. Über den Saft da rein tun? Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Oder ich muss tatsächlich. Von oben sieht das höher aus als von unten. Ich probiere mal was aus. Vielleicht habe ich hier noch was übersehen. Und wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Da warte ich hier Sieht oben im Baum irgendwie die ganze Nacht aus. Und keiner das kommt. Das würde ich mir ja gern mal von nahem anschauen. Nee, irgendwie hat's nicht den Erfolg, den ich mir vorgestellt habe. Geschlossen. Ich gehe einfach durchs Fenster. Ja, doch. Ich überlege gerade, vielleicht muss ich einfach ein paar Glühwürmchen mitnehmen. Irgendwie. Und die kann ich hier überhaupt nicht ausmachen, also da wird mir nichts angezeigt. Jetzt haben wir die Nuss und es bringt uns nichts. Die schwimmen da alle über die um die Lampe drumherum. Moment mal. Ich habe eine Idee, Leute. Hat jetzt mit dem eigentlichen, was ich vorhatte, gar nichts zu tun. Sondern ich hol mal Kaffee. Ach, jetzt ist er weg. Okay. Ich hol mal Kaffee. Und jetzt mache ich echt mal die Maus müde. Ich hoffe, das klappt. Einmal heißer Kaffee. Ich will nämlich immer noch die Erbsen haben. Schade, dass ich keinen Kaffee mache. Ich schon. Jetzt hauen wir das Baldrian in den Kaffee rein. Das macht jetzt wieder in seinem Zylinder, das ist schön. Ein paar Tropfen sollten reichen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich zur Stadtwache vorkomme. Wenn ich mich beeile, sind ja bloß ein paar Bildschirme. Jetzt gucken wir mal, ob der noch heiß ist. Ah, er ist noch heiß. Sehr schön. So, gut, Lächle. Ein kleines Geschenk. Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Drei, zwei, eins, aus. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Das kannst du mal sagen. Bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, warum? Wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Die
hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Du sollst doch welche mitnehmen. Die schießen hier immerhin nett, aber auch für... Das war jetzt nicht der gewünschte Erfolg, muss ich sagen. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Leute, das ist zwar ein bisschen Cliffhanger wieder, aber das machen wir im nächsten Part. Ich freue mich jetzt schon. Bis dann, macht's gut.